Hi Leute, wie geht's euch? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Pokémon Hard Gold Randomizer Nuzlocke. Vor euch sitzt ein unfassbar dummer Mensch, nämlich ich. Warum? Ganz einfach. Ich glaube, ihr merkt es schon. Hallo, meine Hände sind hier. Aber das Gameplay bewegt sich. Wie kann das sein? Ich habe bei meiner Aufnahme, die ihr hier gerade seht, vergessen, den Ton aufzunehmen. Also meinen Ton, die Stimme. Wodurch ich natürlich nicht meine Live-Reaktion aufgenommen habe. Ich rede zwar in dem Video, also man sieht, dass sich mein Mund bewegt, aber ist nicht viel los, man hört nichts. Dementsprechend dachte ich, ich kommentiere das Ganze hier nach, denn die Arena war sehr spannend, denn wir gehen hier direkt ins Geschehen rein. Unser erster Gegner war ein Dialga. Ich dachte mir erstmal so, what the fuck, Dialga, kein Plan davon. Ich weiß bis heute nicht, was es für ein Typ ist. Ich glaube, Psychostahl, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall mit Puma war ich hier komplett fehl am Platz. Dialga haut direkt meine Antikkraft raus, kriegt noch einen Boost auf Spezialverteidigung, normale Verteidigung, Angriff und Spezialangriff. Ich habe mal ein Rasierblatt rausgehauen, um irgendwie zu gucken, was ich reißen kann. Wie man sieht, gar nichts. Ich dachte mir, holy shit, was soll ich tun? So, ich bin verloren. Was soll ich gegen den Level 27 Dialga machen? Ich also switche raus zu Master Tim, in meinen Gedanken direkt gewusst, alles klar, Kampfattacken sind hier sehr effektiv. Und Tim kann mir hier den Arsch retten. Ein Fußkick macht ja so viel Damage, je nachdem wie schwer das gegnerische Pokémon ist. Direkt nochmal eine Antikkraft kassiert, die wieder seine Stats geboostet hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Antikkraft die 4 Stats boostet, ist sehr gering. Direkt zweimal hintereinander. So, der Fußkick kommt raus, sehr effektiv. Aber reicht nicht für den One-Hit, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber, ja, ich sag mal, das Ganze ist auf jeden Fall auf meiner Seite. Nochmal ein Schlitzer, der mich auf 17 KP runterbringt. Holy shit. Tim hätte hier fast den Löffel abgegeben, aber wir waren in der Lage, das Dialga auf Level 27 zu besiegen. Und das war das allererste Pokémon hier in der Arena. Holy shit, das ging ordentlich ab. Kurzer Funfact mal bei der, an der Stelle. Zu der Zeit, als ich dieses Video aufgenommen habe, hat es übertrieben draußen gewittert. Und auch jetzt, wo ich gerade dieses Nachkommentierte aufnehme, ziehen draußen wieder dunkle Wolken über meiner Town zusammen. Aber ich liebe Gewitter. Also Gewitter im Sommer, boah, beste Leben. Ich liebe es einfach nur. So, als nächstes kam noch Frostedie vom Typ Eisgeist. Dementsprechend konnte der Tim nicht viel machen. Also sind wir schön entspannt zu Max rausgeswitcht, um diesen Frostedie ordentlich einzuheizen. Ich wollte dann natürlich den Doppelkick einsetzen. Übel dumm. Geht natürlich nicht gegen ein Geist-Pokémon, aber ich dachte irgendwie, es wäre nur vom Typ Eis. Den Geist-Typ habe ich da voll vercheckt, aber kann mir relativ wenig machen. Dementsprechend hat Maxi kein Problem, es hat da uns eine Initiative gesenkt. Aber jetzt hier mit einer Glut können wir den Frostedie schon ordentlich einheizen und wir kriegen den Burn, wodurch dieses Frostedie direkt nach einer Runde gegen Max den Löffel abgibt. Ja, und das war der allererste Trainer in der Arena. So, das war einfach nur so, hallo, herzlich willkommen in der 7. Arena, hier kriegst du ordentlich auf die Fresse. Genau so habe ich mich gefühlt, genau so und nicht anders. Damn, war hart. Ich habe euch das Ganze auch ein bisschen zusammengeschnitten, wie ihr hier gerade seht. So, ich habe immer rausgeschnitten, wenn ich irgendwie viel gelabert habe oder in irgendwelchen Items rumprobiert habe. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, sind hier die Kämpfe. So, und jetzt gehen wir mal ins Live-Commentary rein. Ne, Spoink Level 29 ist kein Stress. Puma setzt ein Fliegen auf, rattert wieder runter, gar kein Problem. Und haut diesem Spoink einfach nur voll auf die Fresse. Reicht sogar für einen One-Hit ohne oder irgendwas. Spoink, übertrieben schlechte Verteidigungswerte. 512 Erfahrung für Puma. Level 30 springt sogar für ihn raus, was relativ cool ist. Und wir haben Skifahrerin Helga besiegt. Ja, wir haben Helga auf die Fresse gegeben. Mal eben die Pokémon heilen, ganz wichtig, dass wir natürlich auch immer voller Energie sind, ja, voller Energie, Friends. Und da gehen wir direkt in den nächsten Kampf. Diesmal gegen den Snowboarder mit seiner freshen grünen Cap und er haut als erstes ein Goldini rein. Holy shit, bitte kein Goldini. Richtig bedrohliches Pokémon, es hat ein Horn, ne? Ich habe auch ein Horn, meins ist aber größer. Ja. Okay, joke. Okay, ich muss sagen, nachkommentieren ist ziemlich witzig. Ne, ein kurzes Rasierblatt, wegrasiert, Volltreffer, gar kein Problem, Level 25 Goldini, guckt in die Röhre. Nächstes Pokémon, was der liebe Snowboarder Lewis reinbringt, ein Flamli. Ne, ist natürlich vom Typ Feuer, Puma hätte es wahrscheinlich besiegen können, trotzdem wollte ich Puma jetzt keine unnötigen Gefahren aussetzen. Dementsprechend kommt hier an der Stelle Anna rein, die hier wirklich gar kein Problem mit dem Flamli hat. Die Attacke geht auch noch daneben, es ist so dumm, du bist so dumm, Flamli. Und auch ein Surfer von Anna sollte hier, denke ich mal, seinen Job tun. Genau so sieht's aus. Zweites Pokémon wegrasiert, ne? Kein Stress, kein Stress.
Noctu als letztes Pokémon, ne, darf man nicht unterschätzen, ist eine freshe Eule. Was hat die da eigentlich? Sind das irgendwie diese gelben, sind das Augenbrauen? Das sind ja keine Augenbrauen mehr, das sind keine Ahnung, ich kann es gar nicht beschreiben, das sind nochmal eigene Haare oder so, Augenhaare. Ich kann das nicht beschreiben. Wir bringen aber Pray for Gaddon rein. Gegen den hat Noctur nämlich relativ wenig in der Hand. Ne? Der Typ Stahl resistiert einfach so schön viel. Face Grab macht jetzt nicht die Hölle an Damage, aber sinkt auf jeden Fall die Initiative, wodurch es dann Pray for Gaddon auch irgendwann schaffen sollte, auch als erstes anzugreifen. Noctur hat so eine Konfusion am Start, aber gegen einen Typ Psycho-Stahl-Pokémon ist natürlich eine Psycho-Attacke jetzt nicht so effektiv. Pray for Gaddon haut weiter seinen Face Grab hier raus und bringt Noctur auf jeden Fall schon mal in eine gefährliche Range, senkt nochmal die Initiative, was relativ fresh ist. Er hat jetzt auch in der Runde schon als erster angegriffen, dementsprechend haben die Initiative Drops auch schon was gebracht. Noctur bringt noch eine Aufruhr raus, ne, macht so ein bisschen wie so ein quengelndes Kind, aber Pray for Gaddon haut einfach weiter die fallenden Steine raus. Juckt nicht, ne, juckt Pray for Gaddon nicht. Das ist wie so, keine Ahnung, wenn eine Ameise gegen dich kämpfen will, ne, die kann dir, es gibt ja so rote Feuerameisen, die pissen dir irgendwie auch auf den Arm, dann juckt's ein bisschen, aber wirklich Probleme hast du deswegen nicht und genau so ist es da. Pray for Gaddon, das bin ich und Noctur ist die pissende Feuerameise und am Ende zerdrückt man sie halt einfach, ne. Nein, es ist Feierabend. Und genau das hat Pray for Gaddon hier mit Noctur gemacht und wir konnten den Snowboarder Lewis ordentlich vermöbeln. Gar kein Problem. Gut, jetzt stehen wir vor einem kleinen Eisrätsel, die aber eigentlich kein Stress sind, vor allem wenn man in Twilight Princess schon relativ... Hört ihr das? Da draußen eskaliert's. Da schreit irgendjemand rum. Huh. Da werde ich immer ein bisschen nervös. Da habe ich immer Angst, dass ich mal zu laut bin. Aber ist ja eh kein Stress, ne? Der Umzug steht ja bald an. Dann werde ich hier mal ein bisschen leiser und ein bisschen pornöser mit euch reden. Wir haben gerade der Trainerin auf die Fresse gegeben und ich habe einfach null aufgepasst, was da los war. Aber gar kein Problem. Ne, das Problem ist, ich würde ja eigentlich auch das Fenster zumachen. Aber es ist nun mal so, dass in meinem Zimmer circa Backofentemperaturen herrschen. Es ist einfach nur übertrieben heiß. Ich schwitze einfach wie Sau. Ich habe mich übrigens heute extra in dieses Hemd geworfen, weil ich einfach wie so ein Moderator aussehen wollte. Okay, widmen wir uns wieder dem Spiel. Der letzte Trainer, bevor wir gegen den Arenaleiter antreten, bringt jetzt hier noch einen Sejong an den Start. Aber auch hier an der Stelle einfach für Puma kein Problem. So, Sejong könnte zwar Eisattacken haben, haut jetzt aber den Aurora-Strahl raus. Und jetzt Achtung, gebt euch mal, wie viel Aurora-Strahl mir abzieht. Puma, einem Tank-Pokémon, also wirklich tankigen Pokémon, zieht Aurora-Strahl 72 von 102 KP ab. Da dachte ich einfach nur so, holy shit, in welchem Film bin ich gelandet? Vor allem 5 Level drunter wäre Sejong auf meinem Level gewesen, dann wäre hier Feierabend gewesen. Dennoch, da ich wusste, dass ich insgesamt schneller angreife, eine höhere Initiative-Wert habe, konnte ich hier natürlich mit einem Rasierblatt das Ganze nochmal entfernen. Aber Puma war hier auf jeden Fall einigermaßen große Gefahr. Ich habe den Aurora-Strahl sehr unterschätzt. Als nächstes bringt hier der Trainer ein Nidoran weiblich rein, Level 26. Sieht ein bisschen süß aus, ist eine kleine Maus, ne, so ein Hamster. Erinnere mich an meine Hamster früher. Ich hatte ja zweimal jeweils einen Hamster, die sollen wir ja nicht zusammenhalten, ne? Die waren schon sweet und daran hat mich Nidoran weiblich ein bisschen erinnert. Haut hier eine Kratzfolie raus, sollte aber Pancake an der Stelle null stressen. Pancake überhaupt aktuell mein absolut schwächstes Pokémon im Team, vor allem weil wir aktuell nicht in der Lage sind, dieses Pokémon zu entwickeln. Es stand auch schon in den Kommentaren, cheatet die doch einen Leuchtstein? Habe ich mir auch überlegt, aber das irgendwie, das würde nicht passen. Ich weiß nicht, also denn da würde ich einfach, wenn ich die Nuzlocke abschließe, mich nicht so gut fühlen. Das Fliegen hier reicht leider nicht. Und Nidoran weiblich haut nochmal den Giftstachel raus, versucht die Vergiftung rauszubringen, kriegt es aber nicht hin. Und Pancake erledigt dann diesen kleinen, süßen, niedlichen Hamster mit einem Spukball. Und dann ist an der Stelle Feierabend für den kleinen, niedlichen Hamster. Als letztes kommt ja noch ein Lucario raus und das ist auf jeden Fall ein Pokémon, was man auf keinen Fall unterschätzen darf, auf gar keinen Fall. Level 25 hier ist zwar 5 Level unter mir, haut erstmal den Metallsound raus, um ordentlich unsere Verteidigung zu senken, ja? Unsere Spezialverteidigung, was ich nicht ganz kapiere, nachdem ja Lucario ein Kampf-Pokémon ist, greift es ja hauptsächlich physisch an, würde ich einfach mal vermuten, dementsprechend kapiere ich nicht ganz, warum es hier unsere Spezialverteidigung senkt. Fliegen hat hier
dank eines Volltreffers enorm viel Damage gemacht. Ansonsten wäre ich nicht sicher gewesen, ob das gereicht hätte. Aber damit waren wir auch in der Lage, den Snowboarder Eddie zu besiegen. Dank eines Volltreffers im Fliegen von Pancake. Noch einmal die Pokémon heilen, ganz wichtig. Und jetzt geht es in den Arena-Leiterkampf gegen Norbert. Und der war, holy shit, der war insane. Aber schaut euch das Ganze an. 3 Pokémon, sein höchstes Level ist 34 und sein erstes Pokémon ist Arbok. Definitiv nichts zu unterschätzen. Arbok kann ein starkes Pokémon sein, aber jetzt auch nicht so die größte Gefahr, ne? Wo man sagt so, boah, scheiße, jetzt ist die Nuzlocke in Gefahr. Aber auf jeden Fall ein ernstzunehmender Gegner. Haut hier am Anfang erstmal den Horter raus und erhöht damit, glaube ich, seine Verteidigung und seine Spezialverteidigung, richtig. Je mehr man hortet, desto mehr erhöht man seine Stats und irgendwann, wenn man Horter nochmal einsetzt, dann macht man damit Damage, je nachdem, wie viel man gehortet hat. Surfer hat hier an der Stelle ein bisschen weniger als die Hälfte gemacht. Hat uns aber an der Stelle ordentlich in die Karten gespielt. Der Biss kommt raus, hat ordentlich Damage gemacht, muss man zugeben, hätte ich nicht gedacht. Und ein weiterer Surfer bringt nämlich Arbok in die rote Range. Und ihr wisst, jeder Arena-Leiter hat immer irgendwelche Tränke am Start. Dementsprechend bin ich hier einfach schon mal davon ausgegangen, okay, der wird hier an der Stelle vermutlich schon mal seinen Trank einsetzen. Sehr gut, nicht bei seinem Max-Level-Pokémon, bei seinem Level-34-Pokémon, sondern direkt bei seinem ersten 30er-Pokémon. Ist sehr schön. Ich habe an der Stelle den Megasauger eingesetzt, einfach, dass ich mir wieder ein paar KP zurückholen kann und ihn dann im Anschluss mit 2 Surfern zu besiegen. Also Anna mit ein paar mehr KP setzt wieder an für den Surfer. Diesmal sind wir aber langsamer, wir sind schwächer, weil der Knirsch natürlich unsere Verteidigung senkt. Und da hat man schon gesehen, das hat ordentlich mehr Damage gemacht. Wir können jetzt natürlich nicht mehr drin bleiben. Der nächste Knirsche würde uns besiegen, ne? Und dementsprechend bleibt uns an der Stelle eigentlich nicht viel, zu dem wir rauswechseln können. Irgendwie ist Arbok gegen jeden guten, irgendwie auch gegen gar keinen. Also Arbok ist ja, glaube ich, ein Pokémon vom Typ Gift. Dementsprechend entscheide ich mich aber für Tim. Der ist, glaube ich, hier gut gebracht, ne? 4 Hände, der zerdrückt die Schlange einfach und dann ist Feierabend. Der Knirscher macht jetzt halt an der Stelle gar kein Damage. Das ist der Grund, warum ich zu ihm rausgegangen bin. Jetzt setzt der Arbok nochmal seinen Horter ein, da er aber nur einmal gehortet hat, macht uns das jetzt nicht so viel Damage. Und da wir jetzt Damage gefressen haben, macht unsere Vergeltung 120 Damage, Step. Und überlebt keine Schlange. So, Arbok besiegt, das erste Pokémon war Level 30, war schon gar nicht so easy, aber wir konnten ganz gut damit umgehen. Und jetzt kommt Jirachi. Ein legendäres Pokémon, sein Max-Level-Pokémon und ich dachte einfach nur so, holy shit, was geht jetzt ab? Ist, glaube ich, Typ Psychostahl? Bin mir aber nicht ganz sicher. Und es hat natürlich deswegen die Psychokinese am Start, was eine saustarke Attacke ist. Der Step ist noch drauf und wir sehen, wir fressen einfach Hard Damage. Wir können mit Pancake nicht drinbleiben, die zweite Psychokinese hätte uns direkt umgebracht. Und wir gehen raus zu Pray for Gaddon, da der aufgrund seines Psychotyps die Psychokinese relativ gut resistiert. Da kommt die nächste Psychokinese von Jirachi raus, macht uns aber gerade mal 11 Damage. Das kann man verkraften. So, mit Pray for Gaddon haben wir natürlich nicht wirklich was wir tun können. Und deswegen spule ich jetzt hier vor. Ich sage euch jetzt nämlich auch warum. Weil dieser Kampf gegen dieses Jirachi, glaube ich, 9 Minuten ging. Das, ihr seht es, ich haue die ganze Zeit mein Felsgrab raus, um ihm irgendwie ein bisschen Damage zu machen, tanke ein bisschen die Psychokinese, aber sonst passiert hier nicht viel. Also Psychokinese, irgendeine Attacke von mir, Psychokinese, irgendeine Attacke von mir. Und da Psychokinese zum Glück nur 10 AP hat, hat irgendwann Jirachi keine AP mehr gehabt für seine Psychokinese und konnte dementsprechend nicht mehr angreifen. Wir wechseln also zu Max raus und ich versuche es mit der Glut zu besiegen, aber ihr seht, wir haben viel zu wenig Damage. Und da Jirachi jetzt keine AP mehr für Psychokinese hat, wird einfach spammt es die ganze Zeit Erholung. Und ich krieg es nicht hin, dieses Jirachi down zu bringen. Wie gesagt, ihr seht es, ich spule hier auf 5-facher Geschwindigkeit. Geht nicht. Ich hab's nicht down gebracht. Übel ätzend. Also mein Plan, ich gehe zu Pancake raus und spamme den Spukball, weil der Spukball ab und zu eine geringe Wahrscheinlichkeit hat, die Spezialverteidigung zu senken. Ja, und das Jirachi spammt nur Erholung und ich immer Spukball, Spukball, Spukball. Bitte, bitte senk einfach diese gottverdammte Spezialverteidigung. Ich habe dann 2-3 Mal den Drop bekommen, da jetzt hat man gerade wieder gesehen. Und dann eben in der Hoffnung, mit Max, der ja mit seiner Glut angreift, die auch speziell ist, genügend Damage am Start zu haben, dieses Jirachi irgendwann mal down zu kriegen. Jetzt war ich gerade schon relativ im roten Bereich, zack, nächste Erholung kommt raus. Und ich denke mir einfach nur so, bitte bring mich um. Also ich gehe wieder zu Max raus, der jetzt mit seiner Glut deutlich mehr Damage macht, da die Glut ja auch speziell angreift, obwohl Max eigentlich eine Feuerattacke bräuchte, die physisch angreift. Und dadurch waren wir in der Lage, dieses Jirachi, ich glaube wirklich nach 9 Minuten zu besiegen. Holy shit, das war einer der ätzendsten Kämpfe. Ich sag mal, ich hab mir die Karten gespielt, dass es sein Max-Level-Pokémon war, sein Level 34-Pokémon. Aber schön war das nicht. Also schön war das allemal nicht.
Sein letztes Pokémon ist aber noch ein Level 32 Aerodactyl. Und das ist ein mächtiges Pokémon. Da hatte ich wirklich Respekt vor. Und vor allem Flugtypen zerlegen unser Team. Flugtypen treffen Max sehr effektiv, treffen Puma sehr effektiv, treffen Anna sehr effektiv, treffen Tim sehr effektiv. Also 4 von 6 Pokémon sind bei mir gegen Typ Flug sehr effektiv. Ich bringe also Pray4Gadon rein, werde durch den Brüller direkt wieder rausgeböllert, lande bei Pancake, aber Pancake ist sowieso ein Level unter ihm und ich war nicht gewillt, einen Pancake gegen einen Aerodactyl antreten zu lassen. Ich switch also jetzt zu Pray4Gadon raus. Und auch dieses Pokémon hat Antikkraft. Ne? Schon das zweite Pokémon hier in der Arena, was wir mit Antikkraft sehen, hat aber hier nicht den Boost bekommen. Ein Glück. Ne? Der Boost von Antikkraft ist nicht zu unterschätzen. Der boostet einfach 4 Fähigkeiten. Ne? 4 Werte. Ich dachte mir, okay, hier mit dem Festgab kann ich eigentlich relativ gut agieren. Trifft sehr effektiv und vor allem säcke ich auch noch die Initiative. Und ihr wisst ja, Flug-Pokémon haben eine sehr hohe Initiative. Dementsprechend hat es mir hier in die Karten gespielt, dass ich dieses Aerodactyl Stück für Stück schwächen konnte und ihm auch seine Initiative nehmen konnte, dass ich auch irgendwann damit Pray4Gadon als erstes angreifen konnte. Hier sehen wir auch das Problem von Felsgab, hat leider keine 100%ige Genauigkeit und hier stehen sich gerade einfach 2 Pokémon gegenüber, die sich mit Steinen bewerfen. Ne, Aerodactyl wirft mit antiken Steinen und Pray4Gadon wirft mit Felsen. Es sind einfach 2 Pokémon, die sich mit Felsen in die Fresse werfen. Ne? So ungefähr ist dieser Kampf zu beschreiben. Dadurch, dass ich aber seine Attacken resistiere und er von den Attacken sehr effektiv getroffen wird, haben wir hier natürlich auch sitzen hier am längeren Hebel und waren am Ende auch in der Lage, dieses Aerodactyl erfolgreich aus dem Game zu nehmen und dadurch haben wir uns den 7. Orden verdient. Ja, das war dann auch das Ende der Folge. Die ganze Folge ging, glaube ich, 34 Minuten. Jetzt ein bisschen kürzer und vor allem auch nachkommentiert. Ich hoffe, es war nicht so schlimm. Ich weiß, mit Live-Reaktionen ist das deutlich cooler. Und ich hätte ja hier auch nicht nachkommentiert, wenn ich nicht diesen dummen Fehler gemacht hätte, die Stimme nicht zu speichern. Aber ich dachte mir, lieber nachkommentieren, wie als Stumm-Video hochladen. Das machen ja auch manche, laden dann nur das Gameplay hoch, ohne Stimme. Aber dadurch verliert das Video jegliche Wirkung und, So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, beim nächsten Mal da wieder mit Live-Commentary. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Hübi.